Ja, und da werden wir auch gleich mal nachsehen, ob die Bombe denn wirklich funktioniert. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. Okay, geht da nicht irgendwie der Alarm los oder sowas? That was so fucking cool! Oh shit. We're toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Ich hab ne Idee. Wartet mal. Funktioniert's? Bitte. Yo, es hat funktioniert. Oh Mann, ich liebe Chloe. Welcome to my domain. Ja, willkommen hier. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Da hast du leider recht. Also ich persönlich sehe es jetzt auch nicht wirklich so. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Aber erstmal müssen wir natürlich schauen, wo wir nachschauen. Der kleine Vogel. Oh. You're not so tacky up close. Da gab es gerade leichte Ruckler. Ich schaue gerade auf die CPU-Ausschlag. Noch ist sie okay. So, Kate pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. So, Schülerinformation: Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurden von K-Bay 7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Direktor Wells, als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder psychisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Berenci. Aktualisierung: Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Sie anhängte Dokumente für Details. Okay, gut. Only two more files to go. Das machen wir natürlich zu. Jetzt haben wir ein bisschen was über Kate erfahren. Looks like an oil paintings bill. Awful. So, untersuchen wir hier Look ein bisschen. Look at this pile. Ja, suchen. Look at this pile. Hallo? Suchen. Look at this pile. Sie sagt einfach nur, guck dir diesen Haufen an. Tumbleweeds. Weird. This asshole has a spotless record. So, lesen. Schülerinformation: Nathan Joshua Prescott. Durchschnitt 3,7. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort.
Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwoods. Like I'm not gonna read my own personal file. Schülerinformation Maxine Clawfield, Durchschnitt 2,8. Zusammenfassung: Max, wie es sie vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung: Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das Allerbeste der Blackwell Academy, indem sie Mitschülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Heldentum ist unbestritten. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Schülerinformation: Victoria Maribeth Chase, 3,9. Zusammenfassung: Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Akademie mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen mit dem Geist der Geschichte Blackwells widmen. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Schülerinformation: Warren Graham, Durchschnitt 4,0. Zusammenfassung: Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigen ihn, wissenschaftlich Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. So viele Wörter. Let's nab this last file, Sherlock. So, so. Always wanted to say nab. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Schülerinformation: Rachel Dawn Amber, Durchschnitt 4,0. Aktualisierung: Unglücklicherweise ist Rachel Amber in dem letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung: Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie hat in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwells typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Welch, dies ist Lieutenant Chris Ross. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Acadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe, Lieutenant Rossi, Polizei von Acadia Bay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Schülerin Chloe Elizabeth Price, 1,7. Zusammenfassung: Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung: Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Okay. Oh Gott, ey. Endlich mal irgendwelche Hintergrundgeräusche wieder. I should go join Chloe now. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Ja, eigentlich hat sie ja recht, ne? So. Gucken wir uns nochmal gut um, denn wir hatten vorher auch schon etwas vergessen. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Liebe Mrs. Grant, als Direktor Blackwells ist meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug
eines Neuen zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt, unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife. Da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, der Leitung der Schule teilzuhaben. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie Schüler Blackgirls inspirieren, in Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Direktor Welch. Boah, ey, mir geht gerade so die Pust aus. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Boah. Können wir nicht irgendwo noch ein Foto machen? Ah, da. Chloe, say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy. Oh Mann, Chloe. So, und damit haben wir das nächste Foto hier geschossen. Das war also das gewesen. Okay, dann gibt's noch das. Okay, einiges kommt noch auf uns zu. Leider habe ich das erste, wie gesagt, verpasst. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. What? That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Oh Gott. Es ist für die Behindertenkasse und ich glaube... Also wenn das jetzt das Privatvermögen des Direktors oder der Nathan Prescott-Familie gewesen wäre, hätte ich es Chloe direkt einstecken lassen. Allerdings, einer Behindertenkasse das Geld zu klauen, das ist nichts. Nichts, für das ich stehe und nichts, für das ich stehen will. Deswegen sag ich, Chloe, lass das Geld liegen, bitte. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Aber das schaue ich mir erst noch an. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, wir bedauern Sie darüber informieren zu müssen, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Abbruchs in Mrs. Hudos Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten.
Nathan verfügt über ein enormes Potenzial, aber auch für unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und die Schwere der Situation bewusst machen können. Bitte beziehen Sie für einen vollständigen Bericht auf die angehängten Dokumente. Aktualisierung, gelöschter Bericht. Sehr geehrter Direktor Welch, wir erhielten einen recht unverschämten und möglicherweise verleumdenden Brief von jemandem aus Ihrer Verwaltung, der nächsten uncharakteristischerweise unberechenbarer Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass sich das um ein Versehen handelt. Andernfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackwell auf eine angemessenere und besser finanzierte Schule wechseln muss. Bitte antworten Sie mir mit einer beigefügten Löschung des disziplinarischen Berichts. Was ein Arsch. Blackwell Academy Vorfallsbericht Nathan Prescott. Folgendes ist eine Liste gemeldeter Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen und Konfrontationen gefolgt von Reue zu geben. Wir empfehlen, dass seine Eltern ihn aus der Schule nehmen und ihn psychologisch betreuen lassen. Einen Tisch im Unterricht umgeworfen, sein Englischlehrer beschimpft, Feuerwerk in den Toiletten gezündet, Schulmaterial gestohlen, die Schulverwaltung bedroht, versuchte Diebstahl der Campusstatue Tobanga. David Metz und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Metzens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesicht von Rachels vorbildlichem Status sagte ich David, dass ich korrektere Beweise benötige und er versprach mir, welche zuvor zu zeigen. Ich war überrascht, über einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Metzen folge ihr und fotografiere sie. David streitete dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Hättest du es mal besser getan? Ich will dieses Bild sehen. Rachel is in the dark room. Was zur Hölle ist dieser verfickte Darkroom? Und warum zur Hölle ist Rachel da drin? Naja, verlassen wir die Schule an der Stelle mal. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. I'm a good bad influence on you. Yep, for sure you are. Ich bin ein verdammt schlechter, guter Einfluss auf dich oder ein verdammt guter, schlechter Einfluss. Je nachdem, wie du es sagen willst. Oh ja, schwimmen. Schwimmen! Habt ihr auch euren Bikini dabei, Mädels? We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. No, I ask. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. I would love a soda, but I just get wired. Pokale. Go otters. Ja, go orders. Muss natürlich noch irgendwie da reinkommen, ne? I hope the otters will survive. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich, dann leite es weiter. Werde noch heute ein Eco-Freiwilliger. Naja, das ist ja klar. I actually don't have the time to investigate this caper. Vermisste Taucherbrille. Ich gebe zu, ich bin Schusseligen, habe meine Flexi-Wave-Taucherbrille verlegt. Wer sie findet, hat sich auf ewig währende Dankbarkeit und einen 25-Dollar-Gutschein für Bean Hip Café verdient. Contact Ray Zirin, R-Zirin Blackwell Academy ED. Hier gibt es scheinbar nichts Aktives, was wir noch machen könnten. Nö. Also, dann folgen wir Chloes bösen Plan. Jungumkleide, ich meine, waren wir ja noch nie. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Wir sind doch kein Perversling. Aber als Frau warst du doch noch nie in der Männerumkleide, oder? I guess somebody forgot their Blackwell spirit.
weil mich gerade eine Idee befällt. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich denke immer noch an dich. Kuss, Logan. Ich denke, ich habe eine gute Idee, die wir machen könnten gleich. Zachary's Trikot. No way am I touching Zach's jersey. Handy. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Victoria Chase, hey, thinking bad things about... Ach so. Victoria, hey, denke gerade an etwas Unartiges und an dich. Cool, was hast du denn an? Nur meine Kristallkette und mein Handy. Heiß. Was hast du an? Bin in der Umkleide, nur mein Trikot, sitze auf meinem Football. Holy moly, fuck. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Betty developed that in Jefferson's class. But why? Oh, Max, wenn du es noch nicht bemerkt hast, der gute Warren scheint auf dich zu stehen. Some poor hipster lost their vape. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Ja, bestimmt. Es ist sehr gut, wenn Nathan diese Dinge zu sich nimmt. This must be for training kids. Gut. Ja, wir haben jetzt den Jungs locker durchgesucht. Alles mal anguckt. Oh. Sometimes. Keine Sorge, alles ist scheiße. Sex me up. Boys' locker room is right. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Victoria loves the D. Max is a Feminazi. Welcome to 1950. Warum schreibt jemand sowas auf Toilette, wo es niemand mehr sehen wird? I had Warren Graham. Dana, heck, a baby daddy. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. This one is almost empty. Ich will auch den The guys must like their pink. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. So, ich habe jetzt aber mal eine Idee an dieser Stelle. Das machen wir noch. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Warte, kann ich da vielleicht trotzdem einfach reingehen? Nein. Das heißt, wir müssen zurückspulen, bis wir uns praktisch einen ausgesucht haben. Und dann sagen wir ihr, wir wollen in die Mädchenumkleide. Denn, ja, da gibt es bestimmt auch noch das eine oder andere Interessante zu entdecken. Boys or girls? Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. Okay. Okay. Also entweder sind wir ein Perversling oder wir sind Olala. So, der Spind ist einfach nur offen. Brooke spinnt. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Autokino. Oh ja. Ja, die Brooke steht ja eh auf den Warren, aber der Warren steht leider auf uns. Wir können ja versuchen, ihn ein bisschen... Those are some musty-ass old shirts. Vielleicht können wir ja versuchen, ihn so ein bisschen in die Richtung zu drücken. So, hey, geh doch mal mit Those der look aus. Like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy Frogmen here? Naja, also Frogmans werden jetzt... Können wir eigentlich echt hier gebrauchen. Da liegt eine Kette drin, auf die wir nicht zugreifen können. Ich will die verdammte Kette klauen. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These okay. are cool shots. Wer wechselt nicht... okay, jetzt habe ich verstanden, was damit gemeint war. Also damit ist jetzt nicht gemeint... Ja, nur weil du den Künstler hast, sollst du seine Kunst nicht schlecht reden. The wit, it burns. Otters eat beavers. Interessant, dass es in der Mädchenumkleide auch sowas gibt. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Arcadia Way Buslinie in Portland. Okay, das ist wahrscheinlich Kate. Kate Schließfach. Ach, entschuldigt, da habe ich kurz mein Mikrofon muten müssen, denn oh, da habe ich genossen. If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble.
Mädchen können auch schwimmen. Schwimmunterricht für junge Damen. Blackville Schwimmbad, 2. bis 10. Mai. Das hat ja auch niemand wirklich gesagt, dass sie es nicht können. Rachel abides. I hope so, friend. Ich kann es leider nicht übersetzen. Dear Kate, don't care, God. Well, we care, dickhead. Ach, I don't care. Achso, liebe Kate, mich kümmert's nicht. Beste Freunde. This isn't a desperate cry for attention or anything. Victoria Chase rules. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. So, wie es weitergeht, erfahren wir dann aber in der nächsten Folge von Life is Strange. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.